Wir wollen heute mal ein ganz klein wenig Ausrüstungskunde durchgehen. Seit 10,5 Jahren jetzt betreibe ich den Skisport. In dieser Zeit auch die ganze Zeit, zumindest mal als Mitglied im BDMB. So, möchte man jetzt dynamische Disziplinen im BDMP schießen, brauche ich ein bisschen mehr Ausrüstung. Da hatte ich ja schon mal das eine oder andere Video dazu gemacht. Ausrüstung für PP1, NPA und so weiter. Ich möchte auf dieses Video ein ganz klein wenig aufbauen, ein bisschen aktualisieren, weil auch hier und da sich vielleicht Meinungen ändern und auch Ausrüstungsgegenstände ändern, anpassen können. Hinzu kommt, ich sehe sehr, sehr häufig auf Wettkämpfen Schützen, die zwar die Ausrüstung dabei haben, diese aber aus meiner Perspektive ja, eher suboptimal ist. Und das möchte ich hier auch nochmal mit erläutern. Wer dynamische Disziplin, egal in welchem Verband, schießen möchte, wird als Grundlage um eine vernünftige Koppel nicht herumkommen. Diese Koppel sollte zweigeteilt sein, und zwar aus einem Untergürtel und der eigentlichen Koppel. Warum? Ganz einfach. Ich bin ja früher selber Dienstwaffenträger gewesen. Zu meiner Zeit damals, wir haben die Waffen verdeckt geführt, haben wir natürlich aufgrund des verdeckten Führens keine Koppel verwendet, sondern wir haben unsere ganz normalen Holster an unseren ganz normalen Gürteln angebracht. Der eine hat ein Paddelholster verwendet, der nächste hat ein normales Gürtelholster verwendet, sprich über Gürtelschlaufe. Jetzt ist aber die Problematik, ein normaler Hosengürtel ist nicht wirklich dafür gemacht, um ein Holster aufzunehmen, geschweige denn die mechanische Einwirkung, die man beim Ziehen einer Waffe ausübt, zu verdauen. Das heißt, die Gürtel sind im Regelfall sehr weich und damit verkanten sich die Waffen. Das Holster schlackert teilweise an dem Gürtel herum, wenn ich mir nicht einen speziellen Holstergürtel kaufe, die es durchaus gibt von Herstellern wie Galco und Co. Safariland, die halt extra für sowas steifere Gürtel verkaufen. Die kosten aber auch eine richtige Stange Geld. Also gehen wir auf den sportlichen Bereich, macht es auf jeden Fall Sinn, einen Untergürtel zu haben. Das hat die Bewandtnis, mit dem Untergürtel fixiere ich meine Hose. Denn, wie Bruce Lee schon sagte, ein Gürtel ist nur dazu da, um eine Hose festzuhalten. Und das ist auch richtig. Ich gehe also hin, anstelle meines normalen Gürtels, hier jetzt so der klassische US Army, was weiß ich, Nylongürtel. Und ich ersetze ihn jetzt durch den Untergürtel meiner Double Alpha Comp Pro Koppel. So, dieser Untergürtel ist schon von der Beschaffenheit her robuster und steifer als dieser Nylongürtel. So, und jetzt ist meine Hose an Ort und Stelle. Ich kann jetzt ganz normal, kann das Ding halt rein theoretisch täglich auf der Arbeit verwenden, wenn ich wollte. So, dieser Außengürtel hat Klettflausch. Das Gegenstück dazu habe ich hier an der Innenseite der Koppel. Und das bedeutet jetzt im Klartext, wenn ich die Koppel anlege, gehe ich mit der Koppel an, mit dem Hakenklett an das Klettflausch. Und damit bleibt die Koppel an Ort und Stelle, und zwar genau da, wo ich sie haben will. Viele gehen hin, nehmen die Koppel und machen sie dann hier oben hin, um die Jacke rum, um das T-Shirt rum. Wundern sich aber dann, wenn sie ziehen wollen, dass das ganze Ding nach oben rutscht. Und das ist die Problematik dabei. Manche nehmen einen Ledergürtel und machen genau das. Und das ist in meinen Augen grundlegend verkehrt, weil beim Ziehen in dem Moment die mechanische Wirkung den ganzen Gürtel nach oben zieht. Und das verhindere ich durch diese Kombination aus Untergürtel und Obergürtel. So, das sieht im Klartext letzten Endes so aus. Wir nehmen mal das Phobos-Holster. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Phobos-Holster. Das ist das Rotationsholster von Phobos, hatte ich auch schon vorgestellt, für meine P07 Kadett als Gürtelvariante. So, ich schiebe das drauf und man sieht, ich habe auch hier meine Lücken drin, dass ich also durchaus auch hier der Klett trotzdem noch in dem weichen Klett verhaken kann. So, wir legen die Koppel jetzt ganz normal an.
So, und schon bleibt das ganze Ding da, wo es ist, und zwar steif. Diese Koppeln sind vom Material her sehr steif. Und damit kann man wunderbar präzise immer am selben Punkt die Waffe vorfinden. Und ich brauche mir keine Gedanken darüber zu machen, dass wenn ich jetzt die Koppel zum Beispiel, wie erwähnt, hier oben über die Jacke drüber ziehe, ja, es zu hoch sitzt oder bestenfalls noch locker hängt und dann verhakle ich mich und ich ziehe das Ding immer weiter, bis das Ding quasi irgendwie mal hier oben sitzt. Sieht bestimmt cool aus, ist aber scheiße. Somit ist Nummer 1, was benötigt wird, eine vernünftige, steife Koppel. Ich hatte vor einigen Jahren diese Tac First Koppel vorgestellt, die auch ihren Dienst tut. Sie ist eine gute Koppel, stehe ich nach wie vor dazu. Ich empfehle aber dennoch, lieber die 30 Euro, 40 Euro extra in die Hand zu nehmen und eine richtige Sportkoppel zu nehmen, bestehend aus Über- und Untergürtel, um einfach dieses zusätzliche Stückchen Sicherheit zu haben. Der nächste Punkt, der relevant ist in meinen Augen, ist das richtige Holster. Das richtige Holster hängt nun davon ab, welche Disziplinen ich schieße. Was sind die Voraussetzungen an das Holster? Bei uns im BDMP ist es relativ einfach. Grundvoraussetzung für ein Holster ist, die Waffe muss sicher gehalten werden und der Abzugsbügel bzw. der Abzug muss komplett verdeckt sein. Ist relativ einfach. Das heißt, es gibt ja Holster, da ist hier dieser Bereich ausgespart, dass der Abzug frei liegt. Das ist nicht zulässig. Abzug muss verdeckt sein. So, ansonsten kann man nehmen, was man möchte. Ob jetzt Tasmanian Tiger, Universalholster, ob Open Top mit oder ohne Bügel oben, das ist jedem selbst überlassen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich sehe gerade jetzt am Wochenende wieder gesehen bei der Landesmeisterschaft EPP die interessantesten Konstellationen. So, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, wofür ich potenziell ein bisschen Prügel kriege. Für viele ist es so, Design geht vor Funktionalität. Damit will ich sagen, manche bevorzugen es hinzugehen und irgendein Tactical-Zeug zu nehmen, anstatt sich tatsächlich Gedanken zu machen, welche Anforderungen habe ich denn an das Holster für die jeweilige Disziplin, die ich schieße. Gehen wir jetzt mal hin und nehmen, auch wenn es jetzt das Zytok-Holster ist, es spielt keine Rolle, dieses klassische Blackhawk-Design. Blackhawk Zerpa CQC. Hatte ich ja auch mal, habe ich verkauft. Mit diesem Druckknopf. So, dieser Druckknopf hat eine bestimmte Funktion. Und diese Funktion ist, die Waffe ist geholstert und ich kann die Waffe so ohne weiteres nicht herausnehmen. Das ist eine Sicherheitsfunktion, die im Falle insbesondere für Dienstwaffenträger vorhanden ist, damit eben die Waffe nicht ohne weiteres gezogen werden kann von einer unbefugten dritten Person oder dass die Waffe unkontrolliert vielleicht herausfällt aus dem Holster. So, das bedeutet, dieses Holster ist dafür gemacht, dass ich die Waffe ins Holster einführe, sie rastet ein und ich kann sie nicht herausziehen, ohne diesen Knopf zu drücken. Ist ja auch logisch. Was hat aber jetzt ein Schütze gemacht? Da habe ich mir mal weggepiept vor Lachen. Hat ein Blackhawk Zerpa Holster, geht hin, nimmt seine Waffe und führt sie nur oben ganz leicht ein, dass ja nicht der Riegel einrastet. Gut, jetzt bei dem ist es ein bisschen lockerer, Zerpa ist ein bisschen straffer. Ja, so, oben ein. Hauptsache, sie rastet nicht ein, dass er dann halt schneller ziehen kann. Wenn ich eine solche Funktion, die ich hier habe, im Wettkampf nicht benutzen möchte, weil es mich ausbremst, warum zum Geier kaufe ich dann so ein Holster? Diese Frage sollte man sich im Vorfeld stellen. Schaut mal. Im sportlichen Bereich geht es nicht darum, die Waffe vor unbefugten Dritten zu beschützen. Sondern im sportlichen Bereich geht es darum, entweder gibt es eine Vorschrift, dass Holster zu tragen sind, die Waffe auch darin dann geführt wird, auf dem Schießstand, um eben Situationen der Sicherheit herzustellen. Es gibt kein Schützenpult, wo die Waffe abgelegt werden kann. Damit bleibt nur noch die Möglichkeit, die Waffe am Mann zu haben in einem Holster. Das heißt, dieser Druckknopf braucht auf Deutsch keine Sau auf dem Schießstand. Ganz ehrlich, die braucht keine Sau. Bringt sogar hier und da mal seine Gefahren mit sich. Nicht umsonst sind viele Schießstände in den USA mittlerweile dahin gegangen, diese Art von Holster zu verbieten.
Sprechen wir also über den sportlichen Einsatz. Muss ich ganz ehrlich sagen, Open Top, keine mechanischen Sicherungssysteme dran. Ich möchte im Fall des Sports die Waffe direkt ziehen können und nicht erst hingehen, irgendeinen Knopf drücken und dann die Waffe erst ziehen können. Ich bleibe damit hängen, ich habe vielleicht ein bisschen schlackerige Klamotten an. Der Knopf verkeilt sich irgendwie, ich kriege die Waffe nicht raus. Das sind alles Faktoren, die eine vernünftige Ausübung der Disziplin behindern können. Und vor allem, ich muss mir keine Gedanken machen, ob die Waffe sich da einrastet mit per Knoten oder nicht. Ja? Das heißt, wenn ihr sportlich unterwegs seid, Minimum sind solche Open-Top-Dinger. Ist meine persönliche Meinung, machen absolut am meisten Sinn. Deshalb kann ich von meiner Seite her sagen, das ist jetzt das Zytag Fastdraw Holster, Fastdraw Deckel, weil es hat keinen Bügel oben drüber, es hat keinen Sicherungsknopf, gar nichts. Wird einfach nur durch diese Schraube, kann ich es ein bisschen enger, ein bisschen fester drehen, mehr nicht. Genau dasselbe habe ich hier mit dem Frontline Holster, einer meiner ersten Holster, die ich damals gekauft habe, für meine CZ75. Das Schöne an diesem Holster ist, ich habe es ein bisschen umgebaut, weil ich halt das Ding als Lowrider haben wollte, dass hier oben das so weit ausgespart ist, dass ich auch problemlos mein Wechselsystem mit dem Red Dot drauf führen kann. Bei anderen Holstern musste ich bei einem meiner SLG-Mitglieder machen. Der hatte für seine Pistole, für die M&P Core, musste ich hier oben ein Stückchen rausfräsen, damit das Holster mit dem Red Dot gepasst hat. Hier absolut problemlos. Auch hier wird die Waffe nur durch Federkraft des Holsters gehalten. Und mehr brauche ich da auch nicht. Hier genauso das Phobos-Holster. Wird nur durch die Spannkraft, Federkraft des Holsters gehalten. Double Alpha PDR Pro 2. Genau dasselbe. Das ist ein rein rassiges Sportholster. Ja, genauso Open Top fürs schnelle Ziehen konzipiert. Für die 1911er in diesem Fall. Das hier ist jetzt, hatte ich auch schon vorgestellt, das Bianchi-Holster von mir für einen Revolver. Nutze ich eigentlich nicht mehr wirklich, weil mir das zu hoch liegt. Habe ich aber früher dienstlich genommen. Da habe ich einen kurzläufigen Revolver gehabt, absolut top. Hat den Vorteil, ich brauche meinen Gürtel nicht aufmachen, um das Holster an- und abzulegen, weil hier einfach per Druckknopf wird es angebracht und fertig. Rein theoretisch können wir das auch hier per Klett irgendwie festmachen. Ist ein geiles Holster, muss ich ganz ehrlich sagen, für verhältnismäßig schlankes Geld. Paar 20, paar 30 Euro ist ein super Ding. Kann ich aber genauso auch durch Entfernen des Riemens oben als ein Open-Top nehmen, was ich auch gemacht habe und es hat wunderbar funktioniert. Das Äußerste der Gefühle für meine Seite, was eine mechanische Sicherung an einem Holster geht, habe ich hier im Fall des Duty Holster Level 3 von Zytag. Und zwar mit diesem Bügel hier oben drüber. Und ich sage deswegen das Äußerste der Gefühle, weil ich habe es am Samstag ja, wie versprochen, auf der EPP-Landesmeisterschaft ausgiebig testen können. Ich bin total begeistert von dem Holster. Und zwar deswegen, ich kann, während ich die Waffe nicht benötige, wenn ich zum Beispiel RO-Dienst mache, mich aber schon für meine Serie, weil ich direkt im Anschluss geschossen habe, vorbereitet und aufmunitioniert hatte etc., habe ich die Waffe so gesichert gehabt. Damit kann schon mal nichts passieren. So, bin ich dran, drücke ich den Knopf und die Waffe wird einfach nur noch gezogen. Fertig. Das ist tatsächlich das äußerste Gefühle. Positionierung, Höhe, alles passt mit diesem Holster. Kann ich also auch absolut wärmstens empfehlen. Und ich denke mal, ihr versteht langsam, worauf ich hinaus will. Wenn ihr sportlich schießt, dann macht euch um eure Ausrüstung Gedanken. Was wollt ihr verwenden? Welche Disziplin wollt ihr verwenden? Möchte ich eine Disziplin wie EPP schießen, wo es tatsächlich auch auf Zielgeschwindigkeit drauf ankommt? Weil ich eben in der ersten Station nur 15 Sekunden habe, die Waffe zu ziehen, durchzuladen, 5 Schuss rauszuhauen, Magazinwechsel durchzuführen und weitere 5 Schuss rauszuhauen. Da brauche ich ein Holster, das das auch zulässt. Und wo ich nicht tricksen muss, die Waffe vorsichtig rein, damit sie ja nicht in den Sicherheitsmechanismus einrastet. Alle Produkte, die ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, habe ich bereits in diversen Videos vorgestellt. Ich kann leider mengentechnisch nicht alle Videos hier oben verlinken. Aber ihr findet sie auf jeden Fall, wenn ihr einfach ein bisschen danach sucht auf YouTube. Und dann findet ihr auch die Links zu den Produkten. Diese Holster habe ich jetzt von Phobos, ich habe sie von Zytag, Bianchi, ich habe das Double Alpha, genauso auch die Double Alpha Pro Comp Koppel. Das ist so in meinen Augen ein bisschen der
absolute Grundstock, den ihr tatsächlich benötigt, um vernünftig, in einer vernünftigen Art und Weise dynamisch schießen zu können. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.